kennt ihr das, wenn man sich von einer wunderschönen Aussicht verabschieden muss und weiß, dass man es wahrscheinlich so auf dem Weg nicht wiedersehen wird. Und das ist für mich jetzt gerade da drüben die Berge der Sierra Nevada, die man gerade so am Horizont erkennen kann. Aber so ist es nun mal. Das ist auch eine Sache des Wanderns. Man muss sich ständig von wunderschönen Orten, die man gerade entdeckt hat, wieder verabschieden. Ich euch allen. Ich bin jetzt gerade auf der Etappe Nummer 8. Ja, Nummer 8. Und heute wird es ziemlich interessant, glaube ich. Nämlich, es steht jetzt eine ganz lange Strecke an, in der es kein einziges Dorf gibt. Also heute sind es 27,5 Kilometer offiziell. Und es geht halt durch die Ausläufer der Sierra Nevada. Und hinter mir könnt ihr wahrscheinlich hier unten sehen La Pesa, das ist die letzte Ortschaft. Und eigentlich wollte ich das Video schon unten im Dorf beginnen lassen. Aber es ging so steil nach oben, dass ich ziemlich aus der Puste gewesen bin. Heute soll es relativ warm werden, nochmal mit 28, 29 Grad. Deswegen ist mein Rucksack leider etwas schwerer, als ich es gerne hätte. Aber da es halt keine Möglichkeit gibt, das Wasser zwischendurch aufzufüllen, habe ich dann doch mal einen knappen Liter mehr mit eingesteckt. Man merkt deutlich, dass es heute zum höchsten Punkt des Camino Mozarabes geht, nämlich auf 1400 Meter Höhe. Es ist viel Strecke einfach nur bergauf. Und ich hatte gehofft, dass von weitem dieses Grüne hier im Hintergrund so ein richtig kleiner Wald ist, wo es schön schattig ist. Aber leider sind die Bäumchen nicht sonderlich groß, sodass es hier weiterhin in der prallen Sonne weitergeht. Aber ich hoffe, dass es später besser wird. Aber ich bezweifle das einfach mal, da das die Hänge leider auf dem Weg laufen werde zur Mittagszeit auf der Südseite sind. Naja, vielleicht ist weiter. Das Schöne an diesen abgelegenen Wegen ist auch immer wieder, obwohl jetzt hier auch gut halt, naja, als Autostraße mal verwendet wird, ist hier eigentlich so gut wie gar nichts los. Und in den Bergen sind auch manche, eine Ziegenart, ist das, ob es eine Bergziege ist oder irgendwas anderes, das weiß ich noch gar nicht. Und die sieht man dann eben ab und zu. Und die habe ich nämlich auch gerade eben gesehen, wie sie dann eben am Hang hinauf geklettert sind. Und war eine kleiner Trupp war das, von vielleicht 8 oder 9, hatten noch ein paar kleine dabei. Und die sind doch zum Glück diesmal nicht davon gelaufen gleich. Also ich muss sagen, dass es gerade ein kleines bisschen nervig ist, dass der Schatten, wenn ich im Schatten gerade unterwegs bin, es ist halt richtig kalt. Aber sobald die Sonne da ist, ist es wieder viel zu warm. Also echt halt von einem Extrem ins andere. Aber wahrscheinlich werde ich mich nachher darüber beschweren, dass es viel zu heiß ist und mir wieder etwas von dieser Kälte vom jetzigen Augenblick wünschen. Jetzt bin ich unten an der Straße, aber wie man an dem gelben Kreuz hier auf dem Boden sehen kann, geht es dort nicht lang, sondern daneben im Flussbett. Mal wieder. Der Nachteil an diesem Flussbett ist jetzt, dass man mit den Füßen extrem tief einsinkt und man natürlich dementsprechend
überhaupt nicht flott vorankommt. Also es fühlt sich eher so an, als wenn man auf einem Sandstrand entlang laufen würde. Wie ihr hören könnt, ist hier absolut nichts los, obwohl direkt neben mir eine eigentlich ziemlich große Straße ist, hatte ich das Gefühl. Aber insgesamt sind hier jetzt bis jetzt nur, glaube ich, ein Auto und drei Motorräder in der letzten halben, dreiviertel Stunde vorbeigekommen. Also es ist echt super ruhig heute. Etwas, über das ich gerade richtig froh bin, ist der viele Schatten, den es hier gibt. Also die vielen Bäume. Hier ist wirklich mal ein richtiger Wald. Und weiß nicht, wie lange der noch anhält. Denn nachher wird es wahrscheinlich definitiv sonnigere Abschnitte geben. Aber für die jetzige Zeit bin ich echt super dankbar. Ich habe mich jetzt entschieden, ein klein wenig an der Straße direkt zu laufen, da hier gerade eh nichts los ist. Denn in diesem kleinen Flussbett herumzustapfen, ist doch weitaus anstrengender als hier oben auf einer glatten Ebene. Und prompt kommt das einzige Auto. Na mei. Okay. Und da es heute noch so warm werden soll, werde ich lieber ein kleines Stückchen schneller unterwegs sein, um Energie zu sparen. Okay, Auto Nummer 2 des Tages. Genau, der Weg verläuft hier eh parallel dazu, nur ein paar Meter versetzt. Also wann immer ich möchte, kann ich wieder runter in das Flussbett gehen. Aber bis dahin genieße ich es gerade mal, richtig festen Untergrund unter den Füßen zu haben und ein bisschen flotter voranzukommen. So, um ehrlich zu sein, habe ich die Straße auch bald wieder dann verlassen, weil es so aussah, als würde das nebenan besser wieder gehen. Ups. Aber dem ist leider nicht so. Denn jetzt kommt hier dieses wunderschöne Miststück. Naja, zumindest ist es echt anstrengend, hier hoch zu klettern. Aber die Straße ist gerade echt unerreichbar. Naja, Schuldeigene. Hätte doch oben bleiben können. Wobei diese Ecke auch eigentlich echt Spaß machen könnte, wenn es nicht so verdammt heiß langsam wäre. Aber ich habe jetzt hier eine Ecke erwischt, wo ich zur Straße wechseln kann. Und das werde ich mal machen. Das ist doch schon besser. Pünktlich zur Mittagszeit habe ich jetzt auch den Teil erreicht, wo es kaum noch Schatten gibt. Deswegen ist mein Hut jetzt auch so komisch hochgeklappt, damit ich wenigstens noch ein bisschen Schutz habe. Und das ist hier eine alte Römerstraße, die Stadt Guadix, wo ich gestern früh gestartet bin, mit Granada verbindet. Diese Römerstraße, die schlängelt sich so schön am Hügel entlang. Und das heißt, dass man mal die Sonne im Rücken hat und mal total im Gesicht, was dafür sorgt, dass man rundherum schön gebraten wird von der Sonne. Ein Schattenplätzchen. Und ich denke, das ist erstmal meins. Zumindest für ein paar Minuten. Und ich habe für heute die Halbzeitmarke erreicht. 14 Kilometer sind jetzt gewesen.
14 sind es noch. Es ist jetzt, glaube ich, 13 Uhr ungefähr oder kurz vorher. Und mal sehen, wie lange ich unterwegs sein werde. In ungefähr einer Stunde ist es dann soweit, dass der Sonnenhöhepunkt erreicht ist. Und langsam fängt es an, so richtig schön zu knallen, die Sonne. Also die nächsten 3 Stunden werden kein Zuckerschlecken werden. Aber über die letzten Tage habe ich mich schon ein bisschen daran gewöhnt. Endlich sehe ich sie und das sind die Wolken. Leider ziemlich weit weg, aber sie sind da. Die letzten paar Tage war es nämlich sonnensatt. Da freue ich mich mal richtig darüber, auch wieder mal die Wolken zu sehen. Kennt ihr diese Momente, wenn ihr so eine richtig geile Aussicht genießt von dem Berg hinab und irgendwo da unten, da ist dann eine Straße und irgendwann dämmert es euch, dass ihr zu dieser Straße hinab dürft, nur um auf der anderen Seite des Berges wieder hinauf müsst? Naja, das ist ungefähr gerade mein Fall. Jetzt bin ich schon zur Hälfte runter. Und ich hoffe nur, dass ich den deutlichen Weg da drüben nicht meiner ist, sondern irgendein anderer. Wie es aussieht, habe ich Glück und muss nicht da oben hoch. Und das scheint doch eher so ein kleiner Fluss zu sein. Mein Weg, der führt mich jetzt hier entlang. Ich kann es kaum glauben, aber die Sonne ist endlich hinter Wolken verschwunden mal. Es ist gerade so angenehm, hier durchzulaufen, da es noch mal extra schattig ist. Ist das gerade das richtig entspannteste, obwohl es so 15 Uhr ist. Ist das gerade die entspannteste 15 Uhr Zeit, die ich in der vergangenen Woche gehabt habe. Und gleich müsste ich auch an dem höchsten Punkt ankommen. Irgendwo hier in der Nähe ist der. Es scheint ja so eine Mine zu sein. Ich habe gerade ein Schild gesehen, man drückt immer noch, dass hier noch gesprengt wird. Oder das Schild ist schon halb zugewachsen, also vielleicht auch nicht mehr. Wer weiß, ich bin mal gespannt, wie es hier gleich aussieht. Das war ja auch der höchste Punkt des Camino Mozarabe mit ein wenig über 1400 Metern insgesamt. Jetzt geht es runter nach Kenta, das heißt jetzt 6 Kilometer einfach nur bergab. Vor der Herberge sind wir jetzt. Wir haben einen kleinen Hinweis für eine Abkürzung bekommen, sodass wir nicht nochmal durch das Dorf laufen müssen. Und damit, ups, boah, wo geht's denn jetzt rein? Okay, jetzt wird's interessant. Dankeschön. Ups, einmal Loch. Ja.
Das sind Abkürzungen in Spanien. Da sind wir.